Die sprengen meine Boxe! Was? Wer? Warte, wer? Hey, Papa Platte und Stegi! Trimax, guck mal, Max! Max! Oh mein Gott, Max, bist du behindert? Max, hol Trimax her! Max, hol Trimax her? Ja, stopp! Ich hab so. Ich glaube, nichts anderes ist so aufwendig wie eine Warze aus Warzen zu bauen! Wirklich. Die wissen gar nicht, was da für eine Dedication drin steckt in dem Projekt. Sie innen, Alter. Wo ist Trimax? Wo ist der Trimax, Alter? Mann, nein! Achso, da haben die angefangen abzubauen. Ja, natürlich haben die angefangen abzubauen. Wo ist denn Trimax? Weiß ich nicht. Aber warum baut denn Stegi meine Warze ab? Wie viel ist denn abgebaut? Bisschen was. Oh, bist Mann. Du gerade da? Bist du gerade da, Romatra? Ja, ich bin bei meiner Warze. Oh, das ist sad. Hilf mir, töte Stegi! Nein, ich töte Stegi nicht. Natürlich tötest du Stegi! Nein, ich bin cool mit Stegi. Oh, Romatras arme Warze. Hä, wo kommt soll denn das, Alter? Ich verstehe das jetzt auch nicht. Was ist denn das Problem mit der Warze? Leute, schreibt mal bitte Trimax in den Chat, dass er schnell kommen muss. Wirklich, Mann. Wie einfach hier so ein Loch reingefressen wurde. Digga, die war 100% symmetrisch, ne? Ja, die war perfekt. Also, ich habe noch nie irgendwas Perfekteres gemacht als diese Warze in meinem Leben. Wie das klingt. Mann, der baut da oben weiter ab! What the fuck? Stegi, baut der weiter ab? Ja! Ich muss überhaupt gar nicht weg. Was hab ich denn den Leuten getan? Ich war der Einzige, der immer ganz friedlich auf dem Server unterwegs war. Geschmackssache. Kinder geboren, Kinder ausgetragen. Dämon geboren hast du. Hä, ich versteh's nicht, Alter. Max ist nicht online. Einfach sowas abzubauen ist nicht gut. Da hat Spark recht. Spark ist sehr, sehr diplomatisch formuliert. Also, das ist eigentlich nicht gut, was ihr da macht. Die denken, dass das in Creative gebaut wurde. What? Die Armen, Alter. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir hier investieren. Max ist es egal. Max will keine Minecraft-Kommentare. Ja gut, dann sollen wir die Warze auch... Nein, das ist mein Projekt. Das ist auch mein Projekt. Schieß doch mal auf Max, der hat doch die Warze eh schon längst aufgegeben. Ich hab die Warze nicht aufgegeben. Max fand alle, die Minecraft-Kommentare schreiben. Das ist wiederum witzig, aber trotzdem, hört doch bitte auf, lass doch die Warze in Ruhe. Martin, weil sie hässlich ist. Hab sie vertrieben. What the f***? Was für, weil sie hässlich ist? Wo ist Kevin? Ich brauch Kevin. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn Leute aber random sagen, weil sie hässlich ist, sprengen wir. Fühlt sich nicht gut an, ja, aber bei meinen, sie ist halt nicht hässlich. Bei dir ist es halt wahr, bei mir ist es halt gelogen. Das ist halt der Unterschied. Also Romatra, die wollen das Ding halt echt kaputt machen, ne? Die sollen herkommen. Ich verstehe es nicht. Vor allem, ich habe doch, also Stegi liebt mich doch, habe ich gedacht. Vor allem, das Problem ist, Warzenblöcke sind so extrem anfällig. Die gehen direkt kaputt, wenn man sie nur anschaut. Wie macht man TNT? Richtiger Boss. Kannst du die Creeper? Alter, ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Ich will eigentlich nicht angreifen, weil das Ding ist, wenn man jetzt halt den Erstschlag macht, dann kriegst du. Schubst sie mit der Hand ein bisschen. Leute. Was machen wir jetzt? Das ist eine Patz-Situation. Die stinkt. Raushalten, oder? Ja, sagt ihr, ja, ich glaube auch. Du willst dich da raushalten, reden. Ja, ich bin schon parteiisch, Alter. Ich will dich schon retten. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt halt zuerst angreifen, dann haben wir mega den Pimpel. Nein, wir greifen nicht zuerst an. Wir werden auf gar keinen Fall zuerst angreifen. Wir sprengen! Oh mein Gott. Ja, also jetzt kannst du dich nicht mehr raushalten. Also wenn du dich jetzt raushältst, dann halte ich mich absolut auch immer raus. Er geppelt. Autsch. Oh, Leute. Ich hab die Eimer vertauscht. Ich bin keine große Hilfe, Romata. Das merkst du, ne? Petrit, hilfst du uns? Hat Petrit die Seiten gewechselt? Petrit? Was wollt ihr? Hilfst du uns oder nicht? Petrit, guck mal, unser Abkommen, Dings, das, dies mit Nether und so, weißt du? Petrit, wir sind doch ein Team. Haben wir jetzt Abkommen? Also eigentlich musst du jetzt im Nether sein. Eigentlich müsste ich jetzt umbringen, aber wir können ja auch chillen und wir können. Einen Tag musst du mir geben, du hast mich gerade im Nether gekillt, Alter. Ja, stimmt schon. Eigentlich müsste ich dich in der Oberwelt jetzt einmal killen. Nein, hör mal auf, wir sind hier gerade im Kampf. Er hat TNT gelegt und geht dann wieder. Wer hat TNT? Jetzt holen wir den. Da unten Pamablader, hinterher. Den holen wir uns jetzt aber. Wir machen Ping-Pong mit dem. Da. Ach, Petrit. Will ihn schon wieder verraten anscheinend. Petrit hat den anderen schon geschrieben, dass er Powerblatt und so helfen will, die Warze kaputt zu machen. Ach, Mann, Alter. Jetzt haben wir so eine richtige Bösen-Fraktion hier am Server. Max? Hallo? Ja? Gibt mega Probleme. Warum? Die Warze wird gerade gegrieft. Die wollen die Warze griefen. Max, hilf mir. Das darf man doch gar nicht. Das darf man auch nicht. Als wäre das jetzt ausschlaggebend. Das darf man auch gar nicht. Max, du bist der Lieblingsalmann von uns allen. Hä? Hä, was geht denn hier ab, Digga? Enderman, Hexe und goldene Skelette? Romana, bist du in der Warze oben? Mit dem Lava einmal gekillt, so ein Loser. Loser, Enderman. Man darf doch so aufwendige Bauwerke gar nicht kaputt machen. Das ist doch regelwidrig. Max, verstehst du nicht, dass das denen egal ist? Nein.
Nein! Ey, lass doch einfach eine Gegenoffensive starten. Wo ist denn deren Base? Dann ja, wir, das ist die von Colin, die Base. Die kannst du nicht raiden. Colin hat damit nichts zu tun. Oh, hallo? Du greifst die Warze an. Alter, ja, was soll denn das? Das ist Trimax-Matze. Der hat voll viele Zuschauer. Als ob ihr nicht verstehen könnt, dass die weg muss. Nein, wirklich nicht. Die ist sogar inzwischen echt nice. Die ist perfekt rund geworden. Die ist echt nice. Sehen wir die Jungs, sehen wir die. Das meint ihr nicht ernst, Alter. Ich bitte euch. Was? Nein, wir sprengen die jetzt nicht hoch oder so. Keine Sorge, wir haben nur so aus Joke 2 gemacht. Aber Freunde, das ist ein rotes, großes Tampon, Bros. Ja, das wird ja noch besser. Das ist die Warte von Trimax. Das ist ein richtig großer Streamer. Revi, jeder einzelne Lock. 85.000 Warzen haben wir hier verbaut. Ja, das kann man nicht lachen. Bringen. Der hat voll die große Community. Trimax ist Twitch-Partner. Alter. Mann, Revi, shut up, du. Nee, ich sag's nur mal, ne? Ihr könnt doch wohl verstehen, dass die weg muss. Grade, nein! Ja. Man sieht die vom Spawn, das ist mega geil. Man lockt sich ein, hat direkt Bock auf Minecraft, wenn man die sieht. Wir machen das für Zinus. Nein, der Zinus hat sich noch nicht Zinus beschwert. Stegi, hör mir mal zu jetzt, ja? Oh, wenn Gott. Du Bürgermeister werden willst, okay. Dann brauchst du nicht von anderen Leuten Sachen kaputt das machen. So. Wenn ihr meine Kinder verbuddelt, dann gibt's Stress, aber. Das ist mein Kind gewesen und... Ey, jetzt mal ganz kurz, jetzt, aber was hat das jetzt mit den Kindern jetzt Real Talk auf sich? Das ja, das hab ich auch nicht jetzt verstanden. Rumatra war schwanger von Reefed und mir, okay? So, Nummer 1. Und Petrit wollte die Kinder abtreiben und beschneiden. Das geht nicht, weil das unsere Kinder sind. Und Dennis, nein, lass mich reden. Von innen rein. Mein Kind hat sich umgebracht, ist runtergesprungen. Und dann hat Petrit die Leiche geschändet und mein Kind beschnitten, nachträglich, als schon tot war. What the f***, oder? Ja. Ehrenlos. Oder? Hashtag ehrenlos in den Chat. Dazu. Du darfst sie nicht angreifen, Rumatra, dann greifen die zurück an, sonst sind sie friedlich. Guck mal der hier, Alter. Hey, weg von der Warze-Papa-Platte. Ich bitte nicht drauf. Also, was ist denn jetzt eigentlich auf einmal passiert? Okay, jetzt gibt's Roleplay, ob du willst oder nicht. Das wäre noch viel witziger, wenn der Kopf von dem Drache explodiert. Stopp, vorher raus. Nein! Oh Leute, ey, immer wenn ich Roleplay mache, da werde ich richtig, richtig unterhaltsam, Alter. Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen. Okay. Freunde, was habt ihr davon, wenn wir einfach die komplette Warze in Wasser einhüllen? Dann ist sie quasi da, aber auch irgendwie weg. So, jetzt reicht's. Jetzt geht's erst richtig und los. Und passt zur Farbe, ist auch rot. Lass die Warze. Max? Ich kenn das hier, ja. Ist dir alles egal, was mit der Warze jetzt passiert? Weil Stegi will die unbedingt... Hashtag sprengen. Nee. Was, nee. Kann ja Warzen abbauen. Sprengen. Es gibt nur eine Regel in Crafted Takes. Spark, wie lautet die? Spark, wie lautet die Regel? Perfekt. Und wenn die aufgehoben ist... Dann ist sie aufgehoben. Aber guck mal, es gibt doch mehr Leute, die Warze brennen sehen wollen, als Leute, die haben. Hey, Fremder, wohin des Weges? Wohin des Weges, Fremder? Hat sich einfach umgebracht. Bevor ich noch playe, bring mich einfach um. Rumatra, ich kann dir einen Handel anbieten, mein Gutester. Erzählen Sie es mir, feiner Herr. Ich weiß nicht warum, aber ich habe 4,5-6 TNT. Ich habe schon was gesammelt. Achtung. Oh, da, du hast meine ewige Allianz gegen alle möglichen... Mein Hund soll aufhören zu bellen. Hör auf! Hast du einfach hier bei dir zu Hause oder was? Oh shit! Hör auf! Bro. Ich hab komplette Kontrolle über meinen Körper verloren, wenn ich mein Gott. Das ist das erste Mal, dass Revi länger als 3 Stunden ist. Ja, das macht nicht das, tut, das tut nicht, das ist nicht gut für ihn. Ich find's so geil, Trimax juckt's einfach gar nicht. Es ist seine Warte, ja, aber ist egal. Der trifft schon Gegenmaßnahmen. Also Max ist komplett dabei. Ganz vor, also ganz boah, ich muss unbedingt Hashtag pissen. Drachen hochspringen. Und Alter. Was im Wald? Ja, und lass uns Stegis Mutter töten! Okay. Oh. Sorry. Oh, Mann. Ich war noch im Roleplay-Modus. Ich habe Antonio gerade ein bisschen TNT gegeben. Ich bin da außen vor, ich will keinen Ärger. Ich will nur zugucken. Können wir jetzt nicht ein Friedensabkommen hier treffen einfach? Jetzt nein, mal nein. Stegi will keinen Frieden. Und eigentlich muss ich mich trotzdem noch dafür rechnen, was er mit der Warze eingestellt hat. Das ist aber dumm, Alter. Guck mal, er hat ein bisschen was kaputt gemacht, aber er baut es wieder auf. Ein bisschen was kaputt gemacht? Rumatra, denk ans Blablacar-Fahren. Ist mir scheißegal, Alter. Fährst du mal mit mir, ja. Was dann? Ich verstehe nichts parallel, wenn alle durcheinander reden. So, oh mein lass Gott. Lass mal schnell in den Discord wieder zurückmoven, schnell. Jojo. Ja. Penis. Guck mal, Basti, ich fühle das voll. Ich fühle das voll, wenn ich das hier sehe. Es ist echt nicht schön. Nö. Aber im Großen und Ganzen, da steckt halt viel Arbeit drin, ne? Richtig. Trimax tut Dinge aus seltsamsten Gründen. Aber er hat extra eine Farm dafür gebaut, weil Trimax wird alles automatisiert. Er hat so einen Tick, keine Ahnung. Vielleicht können wir daraus eine Mob-Farm bauen, zum Beispiel. Das ginge doch. Eine
Mobfarm. Dann hätte die ja, sieht ja, sieht daher sieht auch sie trotzdem aus. Ja, so eine Mobfarm mitten in der Luft, so voll, so voll sind. Man könnte Early Boyard fragen, ob er sie umsetzt, so als Admin. Ja, ja, aber das ist uns. Das wäre ein richtig killer Kompromiss. Einfach ja, okay, so 10.000 Blöcke ich geh weg mal, ich oder geh mal so kurz bei den anderen, ich bin ja Mediator, ich geh mal zu den anderen, schlag das mal vor. Komm, gleich Grüße wieder, an die Kleinen, Grüße an die Kleinen noch. Roleplayed. Oh. Unangenehm, ich bring mich irgendwann um. Dann hallo? Okay, wir haben eine Lösung gefunden. Stopp, nicht weiter farmen. Angenommen, man würde die Warze per Server-Admin, wenn der ganze Server sagt, ja, das machen wir, wir moven die mit World Edit ein bisschen. Das wäre doch in Ordnung, oder? Die Rache müssen sie trotzdem noch kriegen, also dass sie einfach herkommen und die Warze... Die Rache ist drin. Die Rache ist nicht umgehbar. Ich fühle das voll, aber... pass auf, können die nicht... Was, wenn die nur ein bisschen was sprengt? So viel wie die. 2 TNT und dann ist gut. Oder 20 TNT. Das tut überall auf leider ist die Regel, sei kein Arsch, komplett aufgehoben. Ja, und dadurch ist gone. Es ist egal, ob wir ein TNT benutzen oder 400. Nee, es macht schon einen Unterschied. Ich hab's mal eben beim Turmsprengen gemerkt. Ich will halt, guck mal, jetzt bilden sich hier zwei Fronten, Alter. Patrick schließt sich die an, dann haben wir zwei Parteien, dann ist hier nur noch Krieg. Actually geile Grundlage für Roleplay, aber ich find's ein bisschen schade. Wir brauchen die Unsichtbarkeitstränke. Wir sind schlechter im Fight. Okay, ich hab leider nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Inventar. Ich weiß es nicht. Matraum und ich machen das, wir sind Assassine. Wir kämpfen nicht, wir schleichen uns rein, alles geht übel in die Luft und wir sind wieder weg. Okay. Zur Not mache ich das halt auch heute Nacht um 4 Uhr noch. Also guck mal, ich würde heute die Tränke geben. Aber ich filme das ja nur. Ich bin ja nur Kriegsreporter. Perfekt. Ja. Hey! Hallo, meine Lieben! Nee, also, die haben jetzt gesagt, das ist denen jetzt egal, was ihr macht. Die wollen jetzt den Drachen kaputt machen. Hä, als ob? Ja, und ich konnte auch leider nichts ändern. Ich konnte sie nicht davon abbringen. Weil sie haben gesagt, der Groschen ist gefallen und sie wollen jetzt Rache. Guck mal, fliegt die ganze Patrouille Rotpilz hier. Zum Beispiel, der hat einen Friedensteich mit mir gebaut, nachdem wir Patrick's ganzes Haus gesprengt haben. Und Patrick haben wir ungefähr 200 Mal getötet. Aber wir wollen ja nicht, dass sich jetzt hier zwei Fronten bilden, oder? Das wäre ja saudumm. Passt auf, ich würde euch jetzt Folgendes raten. Ich würde euch raten, es wird zu einem Standoff kommen, so Mexican Standoff. Kennt ihr das? Alle haben eine Waffe in der Hand, in der anderen Hand ihren Pimmel. Hammer. Passt auf, ich glaube, die werden gleich den Drachen finden und erstmal da stehen. Und die werden nicht direkt sprengen. Also können wir dann vor Ort versuchen zu verhandeln, wie wir dann weitermachen, okay? Ich sag nur, dass ich wahrscheinlich darauf einstellen muss, dass jetzt dahin kommt. Bruder, hast du vor zwei Sätzen nicht da gerade irgendwas mit irgendwelchen Pimmeln erzählt, Bruder? Das ist so weird einfach. Hä? Ja, ich kann doch mal zwischendurch den Pimmel einfließen lassen, ist doch voll fein. Gibt's da nicht irgendwie einen Weg, wo man sagt, jetzt... Wir haben vorgeschlagen, die Warts einfach weg zu World Editen. Und dann wäre chillig. Ja, sie haben gesagt, doch, können wir machen, aber wir wollen Rache. Aber Papa Platt hat ja eigentlich nur gegrieft. Vielleicht könnt ihr einfach Latten-Daddy aushändigen. Und nein. So, ja, wenn sie kämpfen wollen, dann können wir kämpfen. Aber dann geht's halt nicht gut für sie aus. Also ich meine, wir haben Stärketränke, wir haben gutes Equip. Wir sind auch hartnäckiger, glaube ich, als die. Das ist halt genau das, ich glaube, das vergessen wir. Ich glaube auch, Trimax ist halt einfach nicht gut in PvP. Das wäre halt unfair. Es wäre halt so, als würdest du... Kindergartenkinder schlagen. Also ich sitze gerade mit Trimax in einem Boot und der fährt mich irgendwo hin. Ich bin gespannt. Okay, ich versuche nochmal ein bisschen was zu klären, ja? Leute, die werden euch vernichten, Mann. Die werden euch vernichten. Hallo. Das ist in Ordnung. Nein, die klatschen. Hol die raus, hol raus. Vor allem, das beschützen sie gerade nicht, Max. Hier, das ist gerade ganz, Nee, ihr könnt das hier nicht joinken, Alter. Guck mal, das endet doch nur im Chaos, Romatra. Wirklich, Mann. Joink. Trimax, guck mal, Max, Max, Max! Ey, Max, das ist von Basti, das weißt du, ne? Nein, das ist nicht von Basti, das ist von Papa Platte, das weiß ich. Papa Platte ist hier. Papa Platte steht da. Ja, willst du mit 10 T-Joinken? Wir stellen die Enderchats aufbauen, schnell! Hier, ich geb dir das Vollzeug. Nein, oh Mann, du Dummer! Die sind beide so los, Das ist eine richtige Mission in Spaß, Alter. Bist du Alter, wow! Wie langsam ist das? Du warst so dumm, du warst so schlecht. Ich hätte weg. Das ist so lost, Alter. Max, du hast die Enderchest dabei übrigens. Ey, stimmt, das haben wir Platte kurz einfach. Krieg doch nicht mal eine Rüstung an. Du triffst sie eh nicht, Max, bitte hör auf. Mach's nicht noch schlimmer, als es eh schon ist. Es ist so peinlich. Da kann jetzt aber Max. Komm, alle Flug, die kommen. Guck nach oben. Schnell zum Drachen. Jetzt zum Drachen. Schaut, jetzt ist fair. Wow. Jetzt kommt er noch mit Fair und Verhältnis und so ein Das ist der witzigste. Ah, wir sind schon da. Die schießen schon auf uns. Wir sollen wieder hochkommen. Gute Frage. Naja, vom Spawn aus hinfliegen. Ja, komm, wir gehen zum Spawn und fliegen hin. Komm, Rückzug. Die werden erst bewachen. So, ich bin jetzt unsichtbar. Nein. Spark fliegt vor. Go. Ja, ich komme mir vor wie eine Mischung bei Black Ops oder so. Ich sehe den Kopf. So, jetzt hier könnt ihr jetzt Action machen. Ich flieg noch ein bisschen rum. Perfekt, Mann. Das ist mir wert! Bisschen was habe ich erwischt. Ach, ist das hier der Drache, wo ich drin stehe? Ja, wahrscheinlich. Mach einfach. Das ist der Fuß! Ja, bomb ihn! Ich bin im Scheiß! Fuß.
Fuß weg, Alter. Bomb ihn. Alter, solide. Solide Sprengung. Ui, der ganze Fuß ist weg. Digga. Hey Jungs, jetzt aber entspannt euch mal. Macht mal nicht zu viel, Alter. Alter, Junge. Der ganze Fuß ist weg. Ich bin richtig geil im Fuß gelandet. Ich hab den von innen gesprengt. Das war ein bisschen wie Star Wars. Keine Ahnung, wovon du talkst, wirklich nicht. Oh mein Gott, Max, bist du behindert, Alter? Ich bin hier noch drin. Dein Kaktus Tower ist jetzt dran anscheinend. Zurück zum Spawn. Also, pass auf. Kaputt gehen? Nein, Max? Nein. Ja? Wir chillen jetzt, oder? Ich werde soweit, ready. Ich glaube, da kommt auch noch eine Antwort. Aber da müsst ihr ja mit rechnen, das war ja klar, oder? Mann, das geht doch immer so weiter, Alter. Herrlich, lieb's. Also wäre das echt ein Argument, dass ihr denn, dass ihr genau, die Warte wegbaut? Baut, genau, und ihr baut einen Drachen, aber auch. Die Warte ist halt echt am Spawn echt nicht. Das Niemand so findet die schön. Ihr selbst findet die nicht schön. Ihr, Trimax liebt den Block, weil er neun Warten. Wie oft hast du das gesagt, dass dieser Block neun Warten beinhaltet? Dennoch ist das Bauwerk dadurch ja nicht schön. Du musst da schon stehen haben. Da werde ich noch super geile Sachen reinbauen. Die werde ich noch füllen. Ja, aktuell sind da nur Mobs drin und keine Fackeln. Ja. Ich kann euch was anbieten. Was würdet ihr dazu sagen? Also, wenn wir die Warze abbauen und falls ihr bemerkt habt, was ihr gerade gesprengt habt, war ja auch so roter Block. Ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr jeden einzelnen Block, oder können wir zusammen jeden einzelnen Block aus, aus eurem Warzenblock machen. Dann haben wir ein größeres Warzenmonument, als ihr je gesehen habt. Am Sonntag ja, ist ja Bürgermeisterwahl. No. Mann, really. No joke, Alter. Die komischen Kinder unter der Erde. Ja, was sagt ihr dazu? Ich finde, die Warze muss da bleiben, so wie sie ist.